Mein Name ist Ariane Paul. Ich bin hier in der Abteilung Marcom und betreue dort sowohl den Support für die komplette Abteilung als auch das Besucher- und Eingangsmanagement für alle Eigenveranstaltungen auf dem Messegelände. Meine Aufgaben zusammen mit meinem Team sind neben dem ganzen Ticketing unserer Gäste vor Ort und online auch natürlich das Besucher- und Eingangsmanagement. Das heißt, wir planen das komplette Besucherservice hier vor Ort. Dazu gehört das Fundbüro, die Garderoben und alle Infostellen auf dem Gelände. Und das Empfangskomitee kommt dann ins Spiel, weil wir die Gäste begrüßen, sobald die aus dem Taxi ausgestiegen sind, aus dem Bus, aus der Bahn. Dann sind sie quasi unsere Gäste, die wir dann willkommen heißen mit unserem erweiterten Besuchermanagement-Team. Das kann bis zu 150 Leute sein bei einer großen Messe. Da ist auch für jeden von der Sprache was dabei. Also wir begrüßen ja Gäste aus der ganzen Welt hier. Wir helfen dann bei Unklarheiten, bei Problemen, bei kleinen Fragen, die vielleicht auch gar nicht so viel mit der Messe zu tun haben, und heißen die Leute einfach willkommen und sorgen dafür, dass sie sich hier wohlfühlen. Das sind ganz unterschiedliche Anliegen. Also es gibt ganz einfache Fragen wie: Darf ich meinen Hund mit reinbringen? Habt ihr eine Garderobe? Ich habe irgendwie meinen Pass verloren. Es kommen aber auch sehr komplexe Anfragen, gerade von Ausstellern, zum Abbau beispielsweise. Wie ist der Abbauverkehr geregelt? Welche Dienstleister muss ich ansprechen? Wie kommt mein Auto hier rein? Es gibt auch Fragen ganz banaler Art: Wo kann ich gut ein Trinken gehen in der Stadt? Kommt auch ganz oft vor. Und ansonsten ist das wirklich durch die Bank. Alles, was einem so einfällt, wird hier auch gefragt. Der Job und das Wissen, dass ich gleich in den Eingang gehe, dass ich ganz viele Menschen sehe aus der ganzen Welt. Wenn ich morgens in der Bahn stehe und dort Besucher sehe, die alle schon ihre Eintrittskarte umhängen haben, dann ist das schon echt ein tolles Gefühl, weil ich weiß, gleich laufen sie durch meinen Eingang und gleich sind sie einfach meine Gäste. Nicht nur meine Gäste, aber unsere Gäste, die ich dann hier begrüßen darf. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Das Fundbüro findet ja sehr viele kuriose Sachen. Neben der Hose haben wir tatsächlich auch mal einen Hund gefunden, der herrenlos hier rumgelaufen ist. Und dann hat sich eine liebe Infodame diesen Hund geschnappt, hat ihn mit in die Info genommen. Wir haben rumtelefoniert, wir haben Ausrufe gemacht, um den Besitzer zu finden. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Aber das war schon sehr süß, dass der Hund dann einfach mit in der Info saß und dort auch betreut wurde. Das war schon eine echt schöne Geschichte.